Tagchen, ihr Lieben. Ich dachte mir, wir gehen mal zusammen in eine Art andere Heilung rein. Ich habe ja heute neue Karten bekommen. Und ja, das ist für all diejenigen, die sich alleine fühlen, einsam fühlen. Ihr wisst, ich habe auch ein Laster, ne? Ich bin nicht fehlerfrei, ich bin auch nicht lasterfrei. Deswegen mein Kanal, meine Regeln. Ändert nichts an der Energie. Und ich weiß, dass viele von euch auch ein Laster haben, mit Sicherheit. Und wenn nicht, dann seid ihr in dem Fall definitiv stärker als ich und andere. Das definitiv. Soll auch gar nicht bestritten werden. Ihr nehmt die Verantwortung ja auch für eure Energien. Also bitte übernehmt die Verantwortung auch dafür, dass ihr nicht anfangt hier zu rauchen, wenn ihr nicht raucht. Ja? Von Rüdiger Schacher. Das Geheimnis des Herzmagneten. Fantastische Karten, ja. Ich stelle sie immer einmal vor, weil ihr fragt mich ja sehr oft danach. Und seid mir nicht böse, wenn ich es am Anfang wirklich verballer. Aber ich habe so viele Kartendecks, ich wüsste nicht, wie... Ich habe sie ja auch nicht in den Schachtel drin, ja. Ich habe die ja hier gelagert. Da kommen normalerweise, was heißt normalerweise, hier sind meine Engelkarten. Und dann stapelt sich das oben alles, dass ich durchsichtig durch die Box gucken kann. Und da passen diese Hüllen einfach nicht rein. Rüdiger Schache. Ja, und ich hoffe, dass ihr damit vielleicht so übers Wochenende kommt. Ein bisschen mummelig machen. Und wir gucken mal, ja. Ey, das sind Brecherkarten. Ich habe ein bisschen gelacht. Ich habe sie auf dem Hof ausgepackt, als ich mit Cassandra Gassi war. Also ich habe ja schon große Hände. Dürfte man ja schon gesehen haben. Aber dieses Format... Moment. Normalerweise ist es das, ja. Ihr habt nicht, ihr seid nicht besoffen oder betrunken, wenn ihr denkt, boah, die Karten sind aber groß. Nö, die sind wirklich groß, ja. Und es ist bestimmt so, hört ihr das? ASMR. Qual. Sind wir nicht alle ein bisschen Bluna? Ihr Lieben, es ist auch gleich aus. Hab mir sogar noch einen Kaffee gemacht. Wir gehen mal gucken. Fällt da überhaupt so ein Ding raus? Oh, nicht lachen. Warum habe ich nicht herzlich willkommen gesagt? Oh, mit meinem Nagel. Herzlich willkommen. Gucken wir mal. Ich benutze das Brett für diese große Karte. Und dann gehen wir mal rein und ihr macht euch, wenn ihr euch angesprochen fühlt, einfach mal ein bisschen Gedanken, ja? Über die Klarheit. Och, sind die schön. Die Klarheit. Passt auf. Ihr in eurer Situation, ja, wenn ihr jemanden hattet, wo ihr euch nicht wohl gefühlt habt, irgendwas muss ja dazu gekommen sein, einer einfach feige geflüchtet ist oder ihr euch noch in einer Beziehung befindet, die für euch sehr belastend ist. Ich sage es auch hier nochmal, verliert den Verstand nicht durch die Karten, gewinnt an euren Impulsen. Und diese Karte sagt, Argumente töten Gefühle. Ich würde es gerne mal so wirklich, es ist ja nicht, dass ich hier irgendwie eine Rubrik suchen will. Ihr wisst, dass in jedem meiner Videos ist es mir wichtig, dass ihr vorwärts kommt, ja? Ich lege nie für das Gegenüber. Ihr sollt immer vorwärts kommen. Und deswegen, Argumente töten Gefühle. Dass du da vielleicht auch so reinkommst und dir Gedanken machst, einfach so ein bisschen. Ich muss es mir ja auch machen, ja? Im Streit mag der Verstand scheinbar gewinnen. Doch jeder seiner Siege zerstört ein Stück der Liebe und am Ende verliert er immer. Der Verstand ist damit gemeint, ja? Im Streit mag der Verstand scheinbar gewinnen. Doch jeder seiner Siege zerstört ein Stück der Liebe und am Ende verliert er immer. Ich duz dich jetzt mal, weil hier steht sie. Achte darauf, welche Gefühle du... Ach so. Du, ihr steht da. Achte darauf, welche Gefühle dein Verhalten in der Beziehung hervorruft. Achte darauf, welche Gefühle dein Verhalten in der Beziehung
hervorruft, führt es sie zueinander oder weiter auseinander? Also führt es euch weiter auseinander oder zueinander? Richte dein Handeln weniger nach Argumenten und mehr nach Gefühlen aus. Was fühlt sich gut an? Es ist mir klar, dass das, ihr werdet jetzt auch hinterm Bildschirm sitzen und sagen, hä, habe ich doch gemacht. Aber manchmal fällt einem vielleicht so ein Groschen noch und man denkt sich so, ich nehme das einfach für den nächsten Menschen, der mich schätzen sollte, ja? Es ist ja nicht, wir wollen ja nicht, dass man alleine lebt. Aber es kann ja auch sehr sinnvoll sein, dass man sich über gewisse Sachen einfach Gedanken macht für den nächsten Partner, der kommen sollte, wenn ihr es zulasst, wenn ihr geheilt seid. Oder habt ihr euch selbst durch so ein Verhalten, was auch für dein Gegenüber hier definitiv stehen kann, hattet ihr so eine Problematik vielleicht auch schon mit den Eltern, ja? Im Gesamten, dass ihr da merkt, boah, da spiegelt sich genau meine Mutter wieder oder mein Vater wieder oder meine Geschwister wieder. Das kann alles dazu beitragen, dass du dich löst, ja? Es geht hier nicht darum, dass du irgendwie was besser machst. Du kannst für dich selbst immer was besser machen, aber nicht, damit es deinem Gegenüber gefällt, ja, oder anderen gefällt. Wenn du der Meinung bist, ja, du hast dich hier ganz schön verlaufen, dann machst du das bitte für dich aus, ja, und erkennst hier so ein paar Punkte. Ich würde gerne noch eine zweite Karte nehmen. Die sind ja cool. Die mag ich ja voll. Die sind ja sehr tief. Mehr psychologisch. Tief. Deswegen mag ich ja auch diese inneren Kind-Themen und mit allem drum und dran, ja. Oh, sind zwei. Die sind mir aus der Hand geflogen. Wir haben der Spiegel. Ablehnungsgefühle sind Hinweise auf Nicht-Verstehen. Was vollkommen verstanden wird, kann nicht abgelehnt werden. Aber es muss auch nicht geliebt werden. Es verliert einfach an Wichtigkeit. Ablehnungsgefühle sind Hinweise auf Nicht-Verstehen. Was vollkommen verstanden wird, kann nicht abgelehnt werden. Aber es muss auch nicht geliebt werden. Es verliert einfach an Wichtigkeit. Ist sehr viel für dich und für dein Gegenüber. Wenn sie Ablehnungsgefühle in sich pflegen, kämpfen sie. Dieser innere Kampf verbessert nichts. Er kostet viel von ihrer Zeit und ihrer Energie. Und er zieht mehr des Abgelehnten an. Versuchen sie zu verstehen, warum Dinge und Menschen sind, wie sie sind. Damit verstehen sie gleichzeitig auch sich selbst besser. Ihr Kampf hört auf und es wird friedlich. Und die ganze Message hinter dieser Aussage, ich lese den zweiten Absatz gleich nochmal vor. Du musst diesen Menschen ja nicht an deiner Seite haben, ja? Du kannst auch sagen, dafür kämpfe ich nicht, weil ich das ablehne. Aber im Grunde genommen, wenn dich jemand nicht so nimmt oder du den anderen nicht so nehmen kannst, wie er ist, dann versucht man schon in diesem Moment jemand zu verändern, ja? Und da ist die Entscheidung einfach drin, passen wir überhaupt zusammen oder lassen wir es einfach sein und ich lasse dich so, wie du bist. Ich toleriere das von außen, als Kumpel, als Außenstehender, als wie auch immer, ja? Da auch aufpassen. Wenn sie Ablehnungsgefühle in sich pflegen, kämpfen sie. Dieser innere Kampf verbessert nichts. So, und ab diesem Zeitpunkt müsstest du für die Zukunft sagen, entweder ich nehme es an oder sage ab dieser Stelle nein. Weil was möchtest du ändern, ja, in dem Moment? Du kannst, genauso wie du nicht verändert werden möchtest, dein Gegenüber nicht ändern. Es kostet viel Zeit von ihrer Energie und es zieht mehr das Abgelehnte an. Versuche zu verstehen, warum Dinge und Menschen so sind, wie sie sind. Damit verstehen sie gleichzeitig auch sich selbst besser. Ihr Kampf hört auf und es wird friedlich. Und wir haben es oft für euch als Beispiele. Es hat nichts mit Liebe zu tun bei mir,
Aber wie oft kriegt man hier irgendwelche Kommentare rein, ja? Ob es dann ist, ich muss mir nichts beweisen und ich sage doch. Oder ob es irgendwie Verbesserungsvorschläge sind, nach denen ich nicht gefragt habe. Was ist es, was ich in dir in dem Moment auslöse oder bei den Menschen auslöse, ja? Und da müsste man auch sagen, hey, warum quälst du dich eigentlich mit mir als Person und schaltest immer wieder ein, ja? Irgendwas muss ich ja an dir haben. Entweder ist es so ein Hate-Watching, also ich bringe hier was hoch, wo du mich vollkommen für hast und ich nicht weiß, was ich in dem Moment in dir bewirke, dass du das vielleicht brauchst, ja? Oder gewiss, nicht du, sondern gewisse Menschen. Oder derjenige lernt zu sagen, stopp, ich kann mir diese Frau nicht angucken, ja? Oder dieses Wesen oder diese Miranda dort. Ich bin so mutig und lehne ab. Egal, ob der Inhalt toll ist oder ob mich hier irgendwas ablenkt. Und das gilt für die Beziehung, für Freundschaften. Familie würde ich noch mal ein bisschen anders sehen. Da muss man sich aufeinander einstellen. Das ist sogar fast wichtig, ja? Aber das ist hier für dich ein Kompromiss an dich selbst, bevor du etwas anfängst. Sei dir vorher bewusst, du findest dort, wie man so schön immer sagt, du kannst dir hier keine Figur backen, ja? Jeder besteht aus Pro und Contra. Und zu guter Letzt die eigene Quelle. Oh, das finde ich schön, dass es zum Schluss jetzt hier kommt mit den Karten. Nur Opfer, das ist ja schon wieder meins, nur Opfer und Angsthasen warten. Uff, ja, endlich. Und ich lach noch. Aber sorry, ich gehe da wirklich voll mit und ihr könnt um den Kopf schütteln, ihr wisst, wie ich das meine, ne? Ich meine das nicht irgendwie respektlos oder würde ihr irgendwas nicht verstehen können. Ich würde euch jetzt auch nicht als Opfer in dem Sinne Schimpfwort. Ich glaube, das Opfer ist hier wirklich gemeint mit Opferhaltung, ja? Oh, ich wurde schlecht behandelt. Hier ist was passiert. Ja, also nicht Opfer als Schimpfwort. Nur Opfer und Angsthasen warten. Deswegen wollen viele auch meine Videos nicht so gerne an sich ranlassen, weil sie das nicht wahrhaben wollen, ja, dass man vorausläuft, vorausschaut, für sich selbst läuft. Viele empfinden das als sehr negativ und, oh Gott, glaubt ihr überhaupt an die Liebe? Natürlich, ja, aber nicht als Opfer und Angsthase. Und das ist irgendwie so gerade meine eigene Quelle, ja, was auch viele nicht verstehen. Viele denken auch, oh Gott, die haut ja so schnell ab, ist nicht wahr, ja. Dieses Durchhalten nehmen viele generell nicht ernst, ja. Und deswegen wundert es mich vielleicht auch oft, wenn ich euch so in den Legungen frage, habt ihr das vorher nicht gemerkt, wenn jemand einfach verschwindet, so diese Anzeichen? Und ich weiß von mir zum Beispiel, ich sage ja dann in dem Moment, das hat mir nicht gefallen oder du weißt ganz genau, dass ich das nicht möchte oder lass es bitte, es tut mir persönlich weh oder wie auch immer, ja? Oder auch dem anderen, dass man dem weh tut. Aber das sind ja schon so, wenn man merkt, okay, es wird aber auch nicht beachtet und geändert, dann werden die meisten immer schnell wach und sagen, oh ja, die ist schon wieder weg, ja? Obwohl dieses schon wieder von der Zeit nicht passt, weil man für sich selbst ziemlich lang, kommt drauf an, wo die Grenze ist, ja. Wenn man nicht verletzt werden möchte, dann sinkt die Grenze natürlich, ist ja ganz klar. Aber ich glaube auch nicht, dass Menschen einfach bei ein, zwei Malen unbedingt verschwinden. Aber es gibt welche, die es wirklich erlebt haben. So, nun kommen wir aber wirklich zu euch, ja. Es soll ja für euch eine stärkende Kartenlegung werden für das Wochenende. Nur Opfer und Angsthasen warten. In Beziehungen gibt es immer nur einen, der den ersten Schritt machen muss. Na, wer ist es von euch beiden? Du selbst. In Beziehung gibt es immer nur einen, der den ersten Schritt machen muss. Du selbst. Und oftmals sind das dann in dem Moment auch ganz auf einmal Narzissten, ja? Wir wissen, es gibt toxische, kranke, gestörte Menschen. Warum, wieso, weshalb, müssen wir ja nicht zurückführen. Es gibt Narzissten. Bin ich bei euch. Aber oftmals ist das schon, was man so durch die Kommentare jetzt auch nach anderthalb Jahren rausfiltern konnte, ein Grund, jemanden als narzisstisch zu beschimpfen, aber dann gesund für mich, ja? Weil du bist dir am nächsten, ja? Du musst auf dich aufpassen. Und da wird auch keiner wegen einer falsch geschmierten Schrippe abgehauen sein, ja? Also Schrippe heißt bei uns in Berlin sowas wie Brötchen bei euch. Die Mauer, die
sie beim anderen spüren, ist ihre gemeinsame. Wenn sie ein offenes Herz spüren möchten, öffnen sie ihres. Keine Angst. Auf Dauer sind nur verschlossene Herzen verletzbar. Und jetzt habt ihr auch den Grund. Ich lese es euch nochmal vor, mit wem ihr es vielleicht die ganze Zeit zu tun hattet oder was ihr in dem Moment in euch auslöst, ja? Oder was ihr jetzt auch langsam mitbekommt, warum ich oft die Impulse kriege, du hast hier woanders sogar noch nicht mal ausgeheilt, bevor du in die kommende Beziehung rein bist, ja, das symbolisiert oder interpretiert genau das, was ich auch, wofür ich so gemacht bin, ja. Die Mauer, die sie beim anderen spüren, ist ihre gemeinsame. So, das ist schon mal Fakt, wenn eine Verbindung steht, ob Freundschaft oder Familie oder Liebe. Wenn sie ein offenes Herz spüren möchten, öffnen sie ihres, ja. Also hast du wirklich dein Herz, du denkst das vielleicht, aber hast du wirklich dein Herz in dem Moment geöffnet? Und wenn ja, absolut okay, ja? Keine Angst. So, auch hier, auch für alle, die sagen, ich möchte nie wieder jemand, ich bleib alleine. Dein Herz ist in diesem Moment auf Dauer verschlossen, ja? Auf Dauer sind nur verschlossene Herzen verletzbar. Das heißt, ihr wart vielleicht auch in dieser Verbindung, für die ihr oftmals die Videos anguckt von mir, überhaupt nicht bereit. Ja? Ihr habt euch durch irgendwas anderes faszinieren lassen, was euch gefallen hat, was euch über Prozesse geholfen hat. Aber so richtig offen war dein Herz oder ausgeheilt war dein Herz einfach auch durch andere alte Situationen und Verletzungen noch nicht. Ja? Und deswegen bist du vielleicht schon für dich überhaupt nicht spürbar, weil du dich drauf eingelassen hast. Aber eingelassen ist ja auch schon so ein komisches Wort, weil du gar nicht gemerkt hast, dein Herz ist noch verschlossen. Ja? Aber da passiert was, da ist Bewegung. Fühlt sich schön an für den Rest meines Körpers. Anziehung, ja? Action, wieder neuer Wind in meinem Leben. Die Hormone haben sich besser angefühlt, aber dein Herz war vielleicht die ganze Zeit verschlossen, ja? Je nachdem. Es muss nicht sein, aber für irgendeine Gruppe muss es ja hier zutreffen, ihr Lieben. So, das waren jetzt erstmal die drei Karten. Dann haben wir noch, ich habe sie schon auf dem Balkon gehabt, ich habe sie wieder zurückgepackt, ja? Also zum Auslüften. Antworten auf große und kleine Lebensfragen. Wir haben hier ein Entscheidungsorakel von Ars Edition, glaube ich, soll es sein. Und dann gehen wir jetzt mal rein. Heute wirst du total gefördert oder gefordert bei mir, weil es dir ja auch helfen soll, falls irgendwas zu ist bei dir, ja? Vier. Sei mutig. Eigentlich würdest du es gerne versuchen, aber eine kleine ängstliche Stimme in deinem Kopf lässt dich noch zweifeln. Spring über deinen Schatten. Vielleicht ist das sogar bei euch dabei. Zögere nicht. Du hast schon genug Zeit verstreichen lassen. Jetzt wird es Zeit, endlich zu handeln. Keine Angst. Du tust genau das Richtige. Vielleicht ist auch das für dich dabei. Als Motivation das Nächste. Das lässt sich nicht vorherrschen. Man kann es auch vorhersehen nennen, Miranda. Aber irgendwie hat es den gleichen Sinn. Das lässt sich nicht vorhersehen. Mit was bist du hier drin? Was bedrückt dich? Das lässt sich nicht vorhersehen, ja? Weil auch da die Energien sich wieder mischen könnten. Und deine letzte, worauf wartest du? Das ist die Gelegenheit, auf die du gewartet hast. Jetzt musst du alles daran legen, dein Ziel zu erreichen. Na Gott sei Dank sind das hier schöne Botschaften. So, die kommen gleich mal hier rein. Das haben wir genannt. Die passen hier auch rein. Und dann gehen wir los in eurer Situation für das Wochenende. Die Wochenendheilenergie. Oder so. Oh, ich hasse Titel, ja. Ich würde am liebsten immer das gleiche Wort nehmen und sagen, du und dein Gegenüber, du und wer, du und deine Person. Was suchst du? Wonach suchst du?
Vielleicht auch das. Wonach suchst du? Aber wenn alle Titel so gleich wären, klickt da keiner mehr rauf, ja? Aber irgendwie nervt mich das, so eine Titelwahl zu finden. Ich bin da völlig bebürnt, ja? Da fehlt mir wirklich jegliches, weil es ja immer wieder um das Gleiche geht. Ja, ich bin ja nicht bescheuert. Es geht ja wirklich immer um das Gleiche. Ich kann ja nicht schreiben, Liebe, Liebespartner, 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 Liebespartner. Und wie soll man so viele Minuten in einen Titel packen? Das nervt einen Steinbock. Das ist so die negative Seite, ja. Die aber auch zum Animieren oder Nachregen, zum Anregen nach... Naja, ihr wisst schon. Suche Zusammenarbeit. Hier gibt es jemanden, der sucht dich. Vielleicht hast du jemanden zwischendurch abgelehnt, weißt sogar, dass es schon jemanden gibt. Wenn nicht, hier wartet jemand, ja? Ist auch ohne Karte, würde ich dir sagen. Da wartet jemand, da sucht jemand deine Energie, da sucht jemand auch Zusammenarbeit. Und da sucht jemand Zusammenarbeit, der dir auch was geben kann. Das, was du in allen Prozessen vielleicht nur kurzweilig erleben und gesehen hast und sehen durftest, ja? Suche Zusammenarbeit. Gehen wir rein, bevor wir mit dem Tarot reingehen, weil ihr solltet jetzt hier nicht nur mit den Sätzen, wobei ich die sehr wertvoll finde. Suche Zusammenarbeit in was? Wem begegnest du hier vielleicht oder wer? Mach Dankbarkeit zu deiner Grundhaltung. Du wirst sogar wahrscheinlich Danke sagen, ja? Danke, dass ich dich getroffen habe. Hier ist jemand, der möchte mit dir etwas aufbauen, dich kennenlernen, sucht Zusammenarbeit. Du wirst dankbar für diesen Menschen sein, egal in welcher Kombination jetzt gerade. Hier gibt es jemanden, ja? Sage ich dir jetzt felsenfest. Manifestier das Ding. Es gibt hier jemanden, definitiv. Aber du musst dich hier auch frei machen und dafür, wenn du die Zeit dafür stimmig findest, ja, dann lass hier jemanden ran. Hier möchte dir sogar jemand helfen, ja? Der wird dir gut tun. Hier möchte jemand dich nicht alleine lassen oder alleine damit lassen mit diesem Problem. Der weiß, von was du sprichst. Du weißt, von was dein Gegenüber in dem Moment spricht. Ihr könnt euch hier austauschen. Es hilft euch in der Heilung ungemein, ja? Und du wirst dankbar sein für diesen Menschen, der hier reinkommt. Ich läute hier keine Heirat ein, ja? Ihr werdet folgende Themen haben. Täuschung? Oh. Ihr werdet euch über die Täuschung aussprechen. Auch dein Gegenüber wird das so mitbekommen haben, ja? Oder dieser Mensch, das Gegenüber, ja, kann auch ein Freund sein, ein bester Kumpel, wie auch immer. Ihr werdet euch über Strategien austauschen, wie ihr das am besten verstanden habt, wann ihr das rausgefunden habt, wie ihr darüber hinweggekommen seid. Jeder tauscht hier seine Strategien aus, indem ihr euch beide hier rausschaukelt, ja, und auch wieder Vertrauen lernt. Eine noch. Ihr hört das immer nicht, wa? Aber über Kopfhörer werdet ihr meinen Sohn hören. Vertrauen. Ihr werdet euch hier beide in der wichtigsten Energie das zurückgeben, wo ihr überhaupt nicht mehr dran gedacht habt. Ihr könnt euch hier beide vertrauen, weil ihr euch in einem Prozess austauschen könnt über das Täuschen. Ihr werdet sehr viel über das Täuschen generell verstehen, was abläuft im Gehirn, wo eure Schwachstellen sind und was ein anderer in dem Moment nie wieder bei euch machen würde, weil ihr wisst, das ist eine Schwachstelle, ja? Die Strategien und das Vertrauen. Hier gibt es jemanden, der für dich da ist und der für dich auch passend wäre, genau diese Situation zu klären, von seiner Sicht, du von deiner Sicht. Hier ist jemand, auf den du dich verlassen kannst. Hier wartet jemand. Suchen musst du ihn natürlich, ne? Aber er wird kommen, wenn du hier bereit bist, ich würde nicht mal sagen, weil selbst wenn hier ein Herz geschlossen ist, ja, du sollst ja nicht heiraten und da wieder reinrennen irgendwo. Es geht da hier um, ich nehme an, ich lerne anzunehmen. Mir hat hier der eine Satz ganz gut gefallen. Nee, das war es nicht. Mit dem Herzen irgendwas. Wenn Sie ein offenes Herz spüren möchten, öffnen Sie Ihres. Die Mauer, die Sie beim anderen spüren, ist Ihre gemeinsame. Auch
dort, auch wenn du verletzt wurdest von Menschen, darfst du hier nicht jedem das Gefühl geben, oh Gott, ihr seid alle böse, ja? Das merkst du, weil hier sucht jemand ja die Zusammenarbeit und der wird dir ganz anders entgegentreten und wird dich auch nicht kommen lassen, ja? Also, dass du nur die Schritte machen musst. Aber ihr habt die gleichen drei Themen hier vorliegen, die euch vielleicht auch eine andere Sichtweise geben, weil ihr euch austauschen könnt und weil ihr auch das Vertrauen hier wieder zurückbekommt, von wegen, da gibt es noch Menschen draußen, die sind einfach auch ehrlich, ja, und die stehen auch zu ihren eigenen Fehlern und nicht nur zu den Fehlern der Gesamtsituation oder des Gegenübers, ja, das ist ja, macht man ja auch nicht. Es muss ja hier die Strategie, die Ursache, die Falle gefunden worden sein von jedem Einzelnen. So, wir gehen mal rein. Du bist bei mir hier als Ratgeber. Wonach sollst du dich hier richten? Nimm es an, ja, öffne. Fang an und öffne, lass es zu. Nimm die Chance hier wahr und mach es einfach mal wieder. Ja, das ist die Münzkraft. Entwickeln, umsetzen, irdisch. Ja, hier ist nichts, nichts greifbar, sondern hier wird eine Person kommen, die greifbar ist. Genau die Situation. Du kannst jetzt hier das Ganze angehen, ja, mit Ass der Münzen. Hier ist eine riesengroße Chance, endlich mal aus deiner alten Energiewelle hier rauszutreten und zu sagen, ich empfange, ja, und ich bin auch für den Empfang da des anderen. Suche Zusammenarbeit. Was haben wir noch? Wir haben Ritter der Schwerter, das Freisprechen von dir ist unheimlich wichtig. Ja, du sitzt hier mit so vielen Sachen, die du gerne mal losscheuern würdest. Und das wird dir bei diesem Gegenüber, den du hier triffst oder mit dem du dich austauschen kannst, sowas von einfach und gut tun, ja, leicht fallen. Du willst hier raus. Mit etwas mehr Aggressivität und Wut und Enttäuschung lässt du hier die Gespräche raus. Du darfst sie auch rauslassen, ja. Ohne dass du Angst haben musst, du verletzt hier dein Gegenüber, weil dein Gegenüber ist ja dafür da. Der sucht Zusammenarbeit, der macht vielleicht genau das Gleiche mit dir, ja, und will sich auch freisprechen. Also hier entwickelt sich irgendwas, ja? Hier gibt es eine gute Chance. Auch hier mit 5 der Stäbe. Jetzt lass uns mal Klartext reden, jetzt lass uns mal die Energien hier abfangen. Wo haben wir denn Selbstschuld, Teilschuld, ja? Ab wann haben wir denn nicht mehr das genießen können, weil wir es hier viel zu lange mitgemacht haben oder uns selbst im Teufelskreis befunden haben? Das ist die Aufklärung, ja, die für dich jetzt hier gerade wichtig ist, zu erkennen, wo hast du deine Grenze denn nicht gesetzt, ja? Ziehen wir sie mal ein bisschen vor. Ich bin voll irritiert mit der Mütze, mit dem Farbspiel und der Karte. Herz. Ist verbunden, ja, ist absolut verbunden. Du wirst hier die Blockaden verstehen. Du kennst auch schon Teil deiner Blockaden, indem du hier die Energie Hohepriesterin spürst. Ja? Das ist auch wieder dieses Zweierding, Pro, Kontra, Licht, Schatten. Du bleibst jetzt sitzen, kommst nicht mehr aus der Bewegung raus oder aus dem Sitzen. Ja? Du kommst nicht mehr aus der Bewegung raus, andersrum. Du gehst nicht in die Bewegung rein. Hier sind die Schattenthemen. Du hast jetzt die Energie, du darfst dich damit befassen, du solltest dich damit befassen, ja, weil du kennst deine Blockaden. Du bist dir schon bewusst, was du hier selbst für dich ändern musst und aufarbeiten musst. Ist natürlich trotzdem schmerzhaft durch die andere Seite, die du hier erlebt hast. Aber das wird dein Gegenüber hier auch komplett verstehen, denn ihr seid hier beide verbunden oder du verbindest dich auch mit dir hier ganz schnell, ja. Du hast hier wieder einen Zugriff auf dich selbst gefunden. Wo liegen denn eigentlich meine schwerliegenden Probleme, wo liegen denn eigentlich meine Blockaden? Diesen Zugriff auf dich in allererster Linie hast du hier wieder zurückgefunden oder fühlst ihn, ja? Das ist ein Zugriff auf dich selbst. Ich bin mir bewusst, ja? Irgendwo habe ich eine Stelle verloren. Ich finde mich hier gerade wieder und du darfst auch so sein, wie du bist bei diesem Menschen, der hier die Zusammenarbeit sucht, ja? Hier sucht jemand keine Liebe. Hier sucht jemand Zusammenarbeit. Es kann, ihr wisst, alles daraus entstehen. Aber in allererster Linie gibt es hier jemanden, der dir helfen möchte und auch gleichzeitig von dir geholfen wird. Oh, manchmal die Wörter. Und auch gleichzeitig von dir helfen. Geholfen?
Ey, manche werben, also jetzt mal ernsthaft, ja. Und auch von dir geholfen wird, wie hört sich denn das an? Und auch von dir Hilfe bekommt. Ach, da geht dann nur noch ein Nominativ oder ein Subjekt oder wie auch von dir. Nee, schreibt es bloß nicht rein, ja. Ich habe ja die Kommentare aus, wahrscheinlich. Puh, keine Ahnung. Ich unterhalte mich mit mir selber. Das ist ganz gesund, habe ich mir sagen lassen. Als Kind schon. Das ist ganz gesund, wenn man mit sich spricht. Wäre schlimm, wenn man es nicht macht. Diese Verbindung gibst du dir zuerst selbst und ihr euch aber auch gegenseitig, ja? Was daraus wird, entscheidet ihr beide. Ob eine wichtige, kurze Phase zum Helfen, ob eine längerfristige Phase als bombastische Freundschaft, ob sogar mehr entstehen würde, entscheidet ihr, ja? Wir haben hier, definitiv ist hier wirklich, das ist, selbst wenn es eine kurze Phase ist, dieser Mensch, ihr helft euch hier ungemein raus, ja? Wir haben hier 6 der Stäbe. Und ihr habt es geschafft, da ist das Ziel, ihr wollt beide da rein. Ihr habt beide das gleiche Ziel, ja? Es geht, wenn du diesen Menschen zulässt und auch der Mensch dich zulässt, hier in diese Energie rein. Da ist Erfolg, da wartet das Große. Ja, da ist endlich mein Schlüssel für den ganzen Kummer, den ganzen Ärger. Ich hab's geschnallt. Ja, immer wieder das Gleiche vielleicht. Oder immer wieder diese Prozesse. Stopp jetzt. Ich will gar keinen gerade treffen, weil dieser Fehler passiert mir immer, wenn ich heilen will. Ja, dann kommt jemand von außen rein und bupp. Wartet, damit ihr es versteht. Dring. Bin ich richtig? Ja. So. Ich lasse mal auf, damit ihr euch selbst hier vielleicht auch heilen könnt, ja? Ich kann es nicht in dem Moment. Ich habe leider wirklich kaum noch Zeit, auf die Kommentare einzugehen. Wenn ich es für wichtig empfinde bei so einem Thema, dann lasse ich sie auf. Ich gucke, wie sich das verläuft. Ihr wisst ja, ich gebe ja immer wieder eine Chance. Ihr könnt ja am allerwenigsten für, ja? Aber vielleicht habt ihr doch für euch selbst auch Tipps, ja? Und ich sag's immer wieder, wenn ihr irgendwo eine gleiche Ortschaft habt oder zufällig merkt, dass ihr aus dem gleichen Ort kommt, tauscht euch doch untereinander aus und geht da mal einen Kaffee trinken oder so, ja? Ich meine auch mit Vorsicht untereinander. Ich sag jetzt nicht die ganze Community, ne? Hey, yo, könnt ihr euch alle vertrauen. Aber schreibt doch einfach mal, wenn ihr dazu Lust habt, in den Kommentaren rein, wo ihr seid, und dann gesellen sich die Menschen einfach dazu, die auch aus diesem Bundesland kommen, ja? Und dann ist es ja nur noch das Wenigste, wo könnte man Kaffee trinken, könnten wir mal quatschen. Und selbst wenn es wirklich nur für das Treffen hilfreich ist, ja, das ist ja diese kurze Phase, hier wartet jemand und sucht Zusammenarbeit, genau. Oder es wird eure Bombenfreundschaft, ja? Oder ihr lernt hier, ich hoffe nicht, dass sich hier eine Claudia ausgibt und dann als Peter kommt. Das macht bitte nicht, ja? Seid von vornherein ehrlich bei den Treffen. Wir haben schon alles erlebt, ja? Ich bin sowieso vorgewappnet. Ich bin so wie ein Adlerauge, vorausschauend. Was könnte passieren? So. Und nicht alles schon passiert, ja? Danke. Danke für die Aufmerksamkeit. Hier, passt mal auf. Ihr gebt euch beide so viel Kraft, dass ihr durch eure Energie, durch eure Zusammenarbeit zu jemandem werdet und dass beide, ihr gebt euch beide die Kraft wieder zurück. Ja? Ihr müsst euch die Kraft nicht teilen, dass ihr das Gleiche ausführt, sondern ihr bekommt hier beide euer Antlitz zurück, ja, Königin der Münzen, auch wieder sehr erdig. Nehmt dieses Ass der Münzen absolut wahr, ja. Das scheint hier eine wirklich fruchtige, knackige Energie gerade zur Zeit zu sein. Realisier, ja. Lass Illusionen, touch dich nicht mehr. Geh mal auf das, was du realisieren kannst. Ja, was ist denn hier überhaupt möglich und was überhaupt unmöglich? Ja, ich meine, unmöglich wissen wir nicht, aber was wäre jetzt für dich kurzfristig notwendig und hilfreich? Und deswegen ist das hier die Energie, die ich für euch nehme. Ansonsten geht ihr ohne was raus. Ja, wenn ich hier sage, bleib mal in deiner Illusion klatschen. So, 10 Jahre später so, hey, ja. Das sind dann nur noch Schrumpelpflaumen, weil du immer noch wartest und verpackte Energie, ich glaube und hoffe und hi-pa-po. Ja, hi-pa-po gibt's nicht, aber ich will euch hochkriegen,
hochkriegen mit meinem Sarkasmus und Ironie, oft natürlich auch. Ihr wisst, dass es nicht von mir als bösartig rüberkommt, aber ich weiß, so eine Energien kriege ich wach, ja, nur so. Habt ihr mir schon oft bestätigt. Wach werden, nur das benutzen und die Zeit, die euch hier bleibt, dass ihr überhaupt noch was machen könnt, ist so eine Energie zum Beispiel, ja. Also ihr werdet hier auch wieder ernst genommen. Du nimmst dich vor allen Dingen hier in der Energie ernst, weil du verstanden hast, hey, ja, also jetzt ist mir der Groschen gefallen, hier, dong, 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 ja. Brauchte ich eben, ja. Und eure Zusammenarbeit ist das letzte Puzzlestück, was ihr vielleicht zusammen oder was gefehlt hat, ja, dass du meine Sicht von einem anderen hier auch bekommst und merkst, oh Gott, da war ja meins noch hingegen ertragbar, ja, wo habe ich mich denn gesuhlt, in welchem Selbstmitleid vielleicht, was auch immer da wach wird in euch oder du dem anderen auch mitgibst, ja, es ist wunderschön, du fühlst dich wieder brauchbar, man wird dir das zeigen, die Dankbarkeit, ja. Haben wir nicht damit angefangen, die Dankbarkeit? Nee, wa? Bilde ich mir gerade ein. Hat mir nicht irgendwie Macht Dankbarkeit? Egal. War vielleicht in irgendeiner anderen Botschaft heute. Ey. Also die kann ich gewiss raussenden heute. Am Freitag. Freitagnacht zu Samstag, Sonntag soll ja eine Wochenendpower. Oh. Das wird ein Titel. Die Wochenendpower. Aber nicht Power of Love, also von euch schon, weil dann würde wieder jeder denken so, oh, Power of Love, oh, Mensch, ja. Weil wir suggerieren ja Titel jeder anders, ja. Der eine, oh, dazu kommt es, und der andere, na mal gucken, vorsichtig, ja. Das ist es ja, deswegen hasse ich so Titelbeschreibungen bei mir. Und wir haben Ass der Kelche. Wir haben Ass der Münzen drin, wir haben Ass der Kelche und hier Selbstliebe, ja. Fahr dich wieder hoch, alle Chancen stehen hier gerade mega gut, mega gut. Und ich sag dir auch eins dazu. Tu mir den Gefallen und lass dir nicht von irgendwelchen Prozessen hier dein bevorstehendes Weihnachtsfest klauen, ja. Ob nun alleine oder mit anderen, lass dir diesen Zauber, diese Energie, die für dich wichtig ist und auch dieses Jahresende, lass es dir nicht klauen von alten, strammen, festgefahrenen Situationen. Geh rein. Natürlich tut's weh, ja? Aber was tut denn nicht weh, wenn irgendwas nicht klappt? Man ist immer enttäuscht. Das Leben wurde nicht gemacht, dass alles klappt, ja? Weil dann würdest du dich nicht anstrengen, würdest keinen Schmerz, keine Angst, keine Liebe, keine Dankbarkeit spüren, wenn diese ganzen Licht- und Schattenwelten nicht existieren würden. Ja, für was sollst du denn dankbar sein, wenn alles klappt? Und deswegen lass dir hier nicht die Energie irgendwie für die bevorstehenden Feiertage, und das ist nicht mehr lange, ja? Es ist nicht mehr lang. Klauen. Selbstheilung, Selbstliebe, Selbstachtung, das A und O. Und die Chance natürlich. Ich lege für euch jetzt noch eine Karte, wie es kommen kann, bei Ass der Kelche. Die Chance steht gut, ja? Erstmals du mit vier der Schwäne, genau, mit vier der Schwerter deine Ruhe wieder bekommen, ja? Du bist viel ruhiger in diesem Prozess. Nach diesem. Und wir haben zehn der Stäbe. Naja, jetzt muss ich ja sagen, dass es aufgearbeitet wurde, ja? Wäre Schwachsinn, wenn ich sage, oh, also es hat ja hier gar nichts gebracht. Aber ich kann dir auch sagen, dass wahrscheinlich nicht alles weg ist, ja? Weil das wäre mir auch ein bisschen zu, Entschuldigung für mein Zerstörerisches, aber es ist nicht realistisch. Du hast hier wahrscheinlich sehr viele Sachen noch aufzuarbeiten, aber du hast hier erkannt, dass du hier die Ruhe gefunden hast durch diesen Prozess. Hier will jemand mit dir was aufarbeiten und auch das, was wir von vorne, von Anfang an hatten, wenn du das durchgehst, dann wirst du in der Ruhe, wo du keine Hektik und keine Panik verspürst, auch diesen restlichen Teil hier abarbeiten können, ja? Weil du gesehen hast, den größten Meilenstein, den hast du geschafft. Da gibt es Menschen, die auch noch an dich glauben und denen du auch helfen kannst. Ja, du bist hier wertvoll mit Königin der Münzen. Und alleine Ass der Kelche, also was soll man hier sagen, ja? Ihr Lieben, war eine ganz andere Art, also nicht anders als sonst, aber die Karten, ja? Eine superschöne Energie und... Ich weiß nicht, warum mein Sohn hier so schreit. Irgendjemand steht an der Tür. Hallo? Irgendjemand steht doch nicht an der Tür. Oh. Sie hat den Gong nicht mehr gehört. Doch. Doch, da stand jemand an der Tür. Giselle?
Hör auf, mich zu verarschen. Die flüstern. Der hat zwei Freundinnen bei. Ich höre alle drei. Ich schwöre alle drei. Lieben, macht's gut, habt ein schönes Wochenende. Ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen, ja. Geht jetzt die Search Gun? Ist ja immer so ein mal geht's nicht. Wie im normalen Leben, ja. Warum soll man sich darauf verlassen, dass die Batterie irgendwann nicht mehr alle geht oder irgendwie sonstige Knalle weg hat? Knalle.